Hallo, da ist wieder Lara von Gruppenhaus.ch. Heute ist auch Lea, meine Teamkollegin, mit dabei. Hallo miteinander. Wir sind letztes Wochenende auf Davos zum Biken zusammen und ich möchte mal wieder einen Trail mit euch teilen. Und zwar sind wir das mal mit der Davoser Bergbahn rauf, um ein bisschen Höhenmeter schneller unter die Räder zu kriegen, um viele Trails zu fahren. Und so sind wir am Anfang bis zur Mittelstation vom Jakobshorn rauf. Und dort hat es einen mega coolen Technik-Trail, um ein bisschen warm zu werden, weil es recht kalt war. Hat auch ein bisschen, es ist knapp am Schnee vorbei, glaube ich. Genau, dann der Technik-Trail geht von der Ischalp, also die Mittelstation vom Jakobshorn, wieder runter zur Jakobshornbahn. Und von dort sind wir dann wieder rauf, das mal bis zur Bergstation vom Jakobshorn. Und dort hat es einen mega coolen Trail in Sättigtal runter. Und dort, wenn man unten angekommen ist, hat es das Walserhaus, das ist auch bei uns bei gruppenhaus.ch dabei, könnt ihr mal vorbeischauen. Ist auch mega fein, dort haben wir einen Kaffee getrunken und ein Stückchen Kuchen gegessen, sehr fein gewesen. Zum Stärken für die Auffahrt oder für den Aufstieg sind knapp 300 Höhenmeter bis zum Rienerhorn. Und dort angekommen hat es ein kleines Holzhütchen, wo dann rechts ab der nächste Trail auf einen wartet. Und dann, der ist auch recht schön, ist bei uns nur wegen vielen Regen ein bisschen rutschig gewesen, weil es recht viele Wurzeln hat, aber sonst mega gut machbar, denke ich. Genau, und dann sind wir, weil wir immer noch nicht genug hatten, sind wir nochmal zur Jakobshornbahn und sind dort nochmal drauf. Und von der Bergstation anfängt der Technik-Trail schon an, ist oben recht steinig und technisch und wird dann gegen aber immer einfacher und mega flowig. Für die ganz Guten hat es auch ein paar Sprünge dabei, aber die kann man auch, wenn man langsam geht, gut umgehen. Genau. Das war unsere Tour. Lea, erzähl doch mal, was sind deine Highlights gewesen? Ja, danke vielmals, Lara. Es war wirklich ein sehr cooles Wochenende. So ein Highlight waren sicher auch die Kühe, wo man immer wieder mal ein bisschen warten musste, bis dann der Trail wieder frei war. Aber das ist sehr gut gegangen. Sehr abwechslungsreich und sicher für jedes Niveau etwas dabei. Sicher wieder mal ein Besuch wert, um auf Davos zu biken. Zum Glück haben wir ja bei gruppenhaus.ch so viele schöne Häuser dabei, wo man jederzeit buchen kann. Genau. Dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit euch und wünschen euch einen ganz schönen Tag. Genau. Tschüss zusammen. Tschüss.